Hallo Leute da draußen, da bin ich mal wieder. Ich wollte euch den Eierbecher aus Holz, wollte ich euch ja mal zeigen. Ich zeige euch aber noch mal den Eierbecher. Das ist ein Eierbecher. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier steht 145 mm mal 20 mm. Dann haben wir hier die Schrift von dem Becher. So, den habe ich ja hier. Ich stehe hier. Habe ich ja ausgedruckt, habe ich ja erzählt im letzten Video schon. Die Lasermaschine habe ich extra noch nicht angemacht, weil die zu laut ist, wenn ich rede. So, das haben wir jetzt. Also ich mache jetzt erstmal ein Bild. Den Spruch habe ich jetzt, den ich da drauf machen wollte, habe ich jetzt da hinten. Ja, dann sage ich mal, ich habe das hier mit dem Maßband hier so abgemessen. So, andersrum, ja. Ja. Ich habe so abgemessen und der Umfang sind 145. Die Schrift 2 cm, also 20 mm. Die kommt dann da drauf. Ich hole das mal eben. Ich bin sofort wieder back. Bis gleich. So, da bin ich wieder da. Ja, hier waren wir ja. Ich habe hier den Spruch rausgesucht. Das Leben ist wie Zeichnen. Nur ohne Radiergummi. Ist ja gut, ja, oder? Ich habe da noch ein paar. Oder sorge dich nicht um morgen. Es raubt dir die Kraft für heute. Ist was Wahres dann. Ist kurz ausgegangen, die Cam. Keine Ahnung warum. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Muss ich mal ausschalten. So, hier ist mein PC. Gehen wir mal hier rein. Inkscape. Ja, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen nie. Datei wählen? Nee. Machen wir ein neues Dokument. Nee, ich könnte das immer auch nicht. Ich darf nicht über die Kamera reden. Ich stelle euch mal hin. So. Könnt ihr sehen noch? Ja, ja. So, Text haben wir hier. Wo ist denn der Text hier? Da, Mann. So, schreiben wir erstmal den Text ab. Das Leben ist wie, kann man das da hin? Zeichnen? Ne, passt nicht hin, dachte ich mir. Aber kann man ja kleiner machen. Bindestrich. Nur ohne Radiergummi. Ohne Radiergummi. Die Cam ist nur an. Jo. Machen wir das mal kleiner. Ja.
ein bisschen den Cursor-Tasten verschieben. Ah, nicht wegmachen. Auf Entfernen habe ich geklickt. Machen wir so, ein bisschen Platz am Rand. So, dann können wir das hier exportieren nach dieser PC, Leseabteilung. Hier haben wir einen neuen Ordner. Hier habe ich Holz. Kommen wir rein. Hier habe ich Holz. Spruch. Okay, ist egal, nicht? So. Den Spruch haben wir jetzt. Jetzt müssen wir den eigentlich noch kippen, ja. Ja, das machen wir, glaube ich, mit einer Lasermaschine, ja, mit kippen. So. Den tun wir schon mal dahin. Licht. Es werde Licht. Seid ihr? Da seid ihr ja. Ja, eine Kante will ich jetzt nicht so ansetzen. Und ich erstmal die Lasermaschine anmachen. Dazu mache ich hier Laser GRBL an. So, und ich nehme einen Schalter an eine Steckdose, weil der hat ja keinen Anschalter. So, lass mich nach dem Meter mal ein. Dann sieht man ja, da ist er ungefähr. Machen wir mal hier, da. Und da fängt die gerade Fläche an. So, jetzt hole ich das Bild eben rein. So, wo war das jetzt? Man kann auch hier sagen Datum. Dann hat man direkt den Ordner da oben. Oh. Ja, natürlich schneiden. Erstmal kippen wir das mal. Ne, falsch. So, so kippen wir das jetzt mal. Und dann schneide ich das aus hier. So, haben wir alles drauf. Weiter. Ja, was nehmen wir denn da? Oh, das ist aber ein bisschen zu viel. Ich habe ja hier so eine Liste. Das schaue ich dann drauf. Bambus, Hartholz, Lindenholz, 1280. Ich mach mal 1000. Okay. 1000. Und diese Denti 100. Machen wir 400. Also 40%. Ja, ist das. So, Größe haben wir 21.
und 100. Wieso ist das jetzt kleiner geworden? Wenn ich jetzt hier 100... Ah ja, ich habe ja größer gemacht, stimmt. Machen wir 145. Nee, hier muss die Höhe hin, ja. Oder? Gucken wir mal. Nee, da kann ich nicht hinhauen. 145 hier, 30 war das nämlich genau. 30, 8, dann machen wir hier 44. Ja, machen wir 44. Erzeuge. So, hier ist jetzt die Schrift. Da fängt er dann hier an und geht dann hier so immer hin und her. Gucken, ob das funktioniert. Ja. Ich drück dann mal, nee. Was ist ganz wichtig beim Lesern? Schreibt es in den Kommentare. Die Brille. Ganz wichtige Sache. Weil man hat nur zwei Augen. So, ziehe ich euch mal wieder hoch und dann drücken wir mal auf Start. Warte mal, Moment, ich muss mal in den Nullpunkt, ach der hat den da gesetzt schon. Okay, alles klar. Okay, ich drücke jetzt auf nicht, gelingt es mir. Wo lesert er denn? Naja, kann man ja sehen, ne? Ah ja, jetzt sieht jetzt schon besser aus. Heute bin ich doch ein bisschen zu weit runter, ja. Da sieht immer noch nichts. Ich kann da nicht drunter gucken. Geht der nicht überhaupt? Und das kann ich mittig nehmen, wie ich gerade. Ich weiß nicht. Hä? Ja, was macht der aber hier falsch? Hä? Was macht der aber falsch? Ja klar, irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal. Mach mal eben aus. Schaut mal. Oh Mann, ey. Hab ich nicht vergessen, zusammenzustecken. Dann ist ja klar, dass das da nach oben rutscht. So, jetzt habe ich das so wieder zusammen gemacht. Habe ich wieder dann da rein. Ja. Oh Mann, ey. So, ich muss den Müll neu setzen. Jetzt versuchen wir das nochmal. Ja. Ein bisschen so. So, auf ein neues. Und Brille nach unten. Wir kommen da hin.
Nämlich heute dann morgen. Nochmal einmal von vorne anfangen, Rückgang. Genau, das machen wir auch. Schauen wir mal, was er diesmal macht. Ja, der dreht aber. Er hat das an meinen Finger. So dreht er. Dann geht er so rum. Ich will noch nicht sehen. Es ist fertig. Ja, ein bisschen dick aufgetragen. Licht damit. Ja. Jo. Das Leben ist wie Zeichnen. Wenn ich jetzt den Spiegel verkehrt zeige, dann hört er wieder richtig. Ja, das mache ich normal, aber nicht so groß die Schrift. Das ist ja ganz gut. Der ist bestimmt 1 Millimeter reingegangen. Boah, hier ist aber eine fette Kante. Ich merke aber bestimmt 1 Millimeter. Hat man Daumen gesagt. Okay.
machen wir das nächste Mal ein bisschen besser. Vor allen Dingen ein bisschen kleiner die Schrift. Und vielleicht nur hier die Seitenansicht. Ich muss sie hier einmal hier umdrehen. Fällt das Ei raus. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.